Die Karlsruher Mittelalter-Rockband Saltatio Mortis veröffentlicht am 17. August ihr neues Album Brot und Spiele. Zu diesem Anlass sind im BNN-Gebäude zu Besuch Schlagzeuger und Texter Lasterbalk und Drehleierspieler, Dulsackspieler und gute Seele der Band Falk. Hallo. So, und eine Frage zur neuen Platte wäre, sie heißt Brot und Spiele. Saltatio Mortis ist bekannt für Mittelalterrock. Viele Themen und Texte der Platte sind sehr zeitgemäß, sehr aktuell. Frage an den Texter Lasterbalk, wie geht das zusammen? Sehr gut. Wir sind Spielleute und Spielleute haben seit jeher die Obrigkeit im Blick gehabt, haben die Missstände im Land im Blick gehabt und haben das mehr oder weniger deutlich formuliert und dass es deutlicher wird, ist jetzt bei Brot und Spiele der Fall. Wir haben einige Lieder formuliert, die ganz klar sagen, was wir von den besorgten Bürgern halten, dass wir uns Europa wünschen und dass die mediale Ablenkung und das Ausschalten des Gehirnes nichts ist, was auf unsere Zustimmung stößt. Gleichwohl gibt es parallel zu der Platte eine Bonusedition. Da ist eine zweite CD dabei, die heißt Ad Fontes. Das ist jetzt kein reiner Werbespruch, dass ich das erwähne, denn diese Platte ist ganz anders vom der Klanganmutung zumindest. Die klingt sehr mittelalterlich, mit akustischen Instrumenten sind viele Instrumentalstücke dabei. Ist das einfach eine komplett andere Facette oder wie kam es denn dazu? Frage an die gute Seele. Also Ad Fontes heißt ja zu den Quellen und auf dieser Bonus-CD zur Brot und Spiele gehen wir zurück zu dem, was uns ausmacht. Und da findet man dann das, was man vielleicht vom Mittelaltermarkt her kennt, da sind Instrumentalstücke drauf, sind aber quasi unser zweites Gesicht neben den Brot- und Spiele-Rockstücken. Angefangen habt ihr ja mit Straßenmusik, Mittelaltermärkten, Weihnachtsmärkten etc. Seit einiger Zeit geht es in die großen Hallen. Zwei Nummer-1-Alben habt ihr bereits. Möglicherweise liegt jetzt das dritte gerade parat. Die Tour, die im Oktober beginnt, führt allerdings erstmal nicht nach Karlsruhe und auch nicht wirklich in die Nähe. Wie ist denn die Tourplanung da und wie ist die Beziehung zu Karlsruhe noch angesichts der Karlsruher Wurzeln? Naja, in einer globalisierten Welt ist Wiesbaden und Stuttgart ja eigentlich um die Ecke. Spaß beiseite, die Beziehung zu Karlsruhe ist, hier ist unser Proberaum, hier ist unser Lager, hier ist der Bandsitz. Zwei von uns leben auch immer noch in Karlsruhe. Den Rest hat es im Laufe der 18 Jahre so ein bisschen verstreut. Wir starten hier, wir kommen hierher zurück. Wir würden auch gerne in Karlsruhe spielen. Leider ist es so, dass die Hallensituation im Moment in Karlsruhe sehr schwierig ist und wir deshalb ausgewichen sind. Das hat also nichts mit mangelnder Liebe zur Stadt Karlsruhe zu tun, sondern tatsächlich sehr pragmatisch technische Gründe. Man wird Saltatio Mortis trotz der Hallentouren auch immer wieder weiterhin auf Mittelaltermärkten und solchen Shows erleben. Ist da denn eine so klare Trennung zu erwarten wie bei diesen beiden unterschiedlichen Platten, die es jetzt gibt? Ja, wir sind mittlerweile dabei, dass wir diese Sachen näher aneinander bringen. Man wird durchaus den einen oder anderen Song auf unseren Mittelalterveranstaltungen hören, den man von unseren Rocktouren kennt. Entweder in einer akustischen Variante oder vielleicht doch mal mit einer E-Gitarre. Wir wollen da mehr zusammenrücken, dass man nicht nur die eine Band, die vom Mittelaltermarkt kommt, kennt oder die Rockband kennt, sondern wir sind ja das Gleiche. Ja, dann herzlichen Dank und viel Spaß mit Brot und Spiele. Dankeschön. Am 17.8. nicht vergessen.